Eigentlich war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich ihn über den Weg lief. Als ich meinen Boss das letzte Mal gesehen habe, gab es einen ziemlichen Anschiss. Seitdem gehe ich ihm lieber aus dem Weg. Und was geht Sie an, was ich in meiner Freizeit mache? Eigentlich war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich ihn über den Weg gelaufen bin. Tatsächlich? Amazon Express ist ziemlich weit von hier. Ja, aber die Sci-Fi-Con ist doch in Metzstraße, oder? Oder war das die Koala-Con? Ich weiß, aber ich musste diese... Sekunde mal. Woher wissen Sie, wo ich arbeite? Es ist mein Job, Dinge zu wissen, Kleiner. Aber hier geht's auch nicht um mich, sondern um dich und was du weißt. Also komm schon, fang an zu reden. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich bin Kurier und ich liefere Sachen aus. Manchmal hier, manchmal dort. Immer auf Achse, Sie wissen ja. Immer auf Achse, Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Gab es zwischen dir und Mr. Griffin Probleme? Eigentlich nicht. Warum? Ich stell hier die Fragen. Warum hast du ihn in den Kühlschrank gesperrt? Hab ich nicht. Also hast du jemand anderes für die Drecksarbeit angeheuert, hä? Verstehe. Oh, jetzt mal im Ernst. Sehe ich so aus, als könnte ich mir einen Auftragskiller leisten? Ich sag dir mal lieber nicht, wie genau du aussiehst, Kleiner. Weißt du, warum du hier bist? Heute? Keine Ahnung. Warst du gestern etwa auch hier? Tja, also das ist eine lange Geschichte und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie mir die abkaufen. Ich habe reichlich Zeit. Erzähl mir alles, Kleiner. Okay, also... 15 Minuten später. Und deswegen muss ich Doc retten, bevor ich den DeLorean an eine Dampflok ankoppel, um in das Jahr 1985 zurückzukehren. Moment, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Genug, ich will kein Wort mehr hören. Sergeant, wir sind hier fertig. Und? Tja, so seltsam es klingt, es war Selbstmord. So begeht doch niemand Selbstmord. Wer wäre so dämlich? Matt. Matt ist so dämlich. Haben Sie Matt jemals getroffen? Schnauze, mit dir bin ich noch nicht fertig. Und ihr? Was macht euch so sicher, dass er das selbst getan hat? Da ist ein Abschiedsbrief am Kühlschrank. Da steht was von einer Zukunft, die von Maschinen beherrscht wird. Handschrift habt ihr geprüft? Ja, wir haben sie mit den Drohbriefen verglichen, die er an die Ärzte ohne Grenzen geschrieben hat. What? Passt. Warum sollte jemand die Ärzte ohne Grenzen bedrohen? Naja, Matt dachte, sie hätten seinen Hund entführt. Weiß auch nicht mehr warum. Dann habe ich rausgefunden, dass Matt nie einen Hund hatte. Seine Freundin hat ebenfalls bestätigt, dass er schon oft darüber gesprochen hat, sich kryogenisch einfrieren zu lassen. Vielleicht ist die Welt ohne ihn besser dran. Okay, wenn wir dann durch sind, verschwinde ich mal. Ich hab noch zu tun. Hey, nicht so schnell. Der Einzige, der hier abhaut, bin ich. Ich muss ein paar Fakten überprüfen. Werd mal ein paar Informationen einholen. Oh, kommen Sie schon. Sally ist auch schon weg. Das Mädchen war völlig durch den Wind. Sie musste mal nach Hause und etwas runterkommen. Ja, also ich könnte auch etwas Ruhe brauchen. Mir gehen langsam die Kopfwitze aus. Großartig. Vielleicht kommt dann mal was Zusammenhängendes aus deinem Mund. Erwarten Sie nicht zu viel. Du dreckige Made. Du gehst nirgends hin, bevor ich nicht ein paar Anrufe gemacht habe. Oh, kommen Sie schon, ich muss noch... Du musst gar nichts. Der Verdächtige verlässt diesen Raum unter keinen Umständen. Ja, Sergeant. Ja, Sergeant. Sie können mich hier nicht festhalten. Ich bin mir fast sicher, dass ich nichts getan habe. Vielleicht. Aber ich hab dir ja gesagt, dein Gesicht passt mir nicht. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Naja, wenigstens hat er mich dieses Mal nicht Susan genannt. Stimmt. Komm schon, Ned und Ted. Kann ich nicht mal kurz nach Hause? Ich glaube, der Ofen ist noch an. Glaube nicht, dass das unser Problem ist. Echt jetzt? Was, wenn mein Mitbewohner drauf geht? Solltet ihr nicht sowas wie Polizisten sein? Nö, wir sind nur Tatortermittler. Wir analysieren Blutproben, machen Fotos, suchen nach Fingerabdrücken. Verdammt richtig. Und weißt du, wenn's bei dir brennt, dann ist es eigentlich nur gut für uns. Wir lieben unseren Job. Und da sagen die Leute, ich sei seltsam. Ist was dran falsch, seinen Job zu mögen? Nur weil wir immer an Tatorten sind, umgeben von Leichen und Blut, heißt das noch lange nicht, dass wir die Bösen sind. Genau. Wir sind eben gern in der Gesellschaft von Toten. Na und? Alter, was zur Hölle? Was? Ich stimme dir doch nur zu, Mann. Wo ist da das Problem? Das Problem ist, dass wir wegen dir wie Psychos klingen. Ach, komm schon. Ich meine ja nur. Ja, aber wegen solcher Kommentare nennen uns die Leute Laborfreaks. So nennen die uns? Wenn Blutproben und sowas zu nehmen euer Job ist, dann seid ihr ja nicht wie normale Polizisten, oder? Was wäre euer Problem damit, wenn ich einfach gehe?
Ihr braucht mich doch überhaupt nicht. Also außer ihr wollt nach Fingerabdrücken auf meinem Arsch suchen oder sowas. Spar dir das, Klugscheißer. So läuft das nicht. Wenn Sergeant Kramer uns einen Befehl gibt, befolgen wir den. Mit dem Bastard wollen wir uns nicht anlegen. Ja, gut. Warum nehmt ihr von dem Arsch überhaupt Befehle an? Das ist ein verdammter Tyrann. Seine Kombinationsgabe ist aber schon verdammt gut, oder? Kleiner, wir mögen ihn genauso wenig wie du. Aber du musst ihn auch nicht jeden Tag sehen. Dann lehnt euch halt auf. Auflehnen? Hey, ist schon klar, dass du hier einfach nur raus willst. Aber glaubst du echt, wir sind so dämlich? Sieht nicht so aus. Ah. Hey, ich hab da eine Menge Eis draußen im Flur. Wollt ihr eins? Glaub, Gefrorenes hatten wir heute genug. Oh ja. Sicher? Ich hab Traube, Mango, Zitrone, ihr wisst schon, Premium-Sorten. Traube? Nett, nicht. Lass dich nicht von ihm einwickeln. Merkst du nicht, dass das nur ein Trick ist? Du bist hier also die Stimme der Vernunft, ja? Tja, du etwa? Scheint ganz so, ja. Was haltet ihr von seinem Abschiedsbrief? Mir tut das arme Mädchen leid. Wenn er sie so sehr liebte, warum macht er dann sowas? Ach, wer weiß. Liebe ist ein Mysterium. Wir werden es wohl nie erfahren. Vielleicht hat er den Ring verloren. Den Ring? Den Ring? Ja, seinen Verlobungsring. Hatte sie nicht gesagt, dass die beiden sich gerade erst verlobt hatten? Tja, und sie hat keinen Ring getragen. Sehr scharf beobachtet, Ted. Kommt schon, Leute. Ein Ring? Bullshit, wer würde denn wegen sowas Blödem Selbstmord begehen? Passiert ständig. Letzte Woche hat sich erst einer umgebracht, weil er seine Tacos, die er gerade erst geholt hatte, im Taxi vergessen hat. Die Leute tun sich das aus den verrücktesten Gründen an. Naja, ich glaube nicht, dass das hier der Fall war. Tja, also Gruß. Das ist hart und Kramers Entscheidung. Ich könnte ihm das direkt persönlich sagen, wenn ihr wollt. Netter Versuch. Aber wir warten einfach hier auf ihn. Nicht weglaufen, ich bin gleich wieder da. Alles klar, so können wir hier irgendwas machen. Die Straße. Na und? Zu riskant. Die würden mich erwischen, wenn ich versuche, durchs Fenster abzuhauen. Verdammt. Okay. Gehen wir nochmal in die Küche. Ich habe endlich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte allen danken, die mir geholfen haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Nun kann ich sie endlich sehen. Die Zukunft beherrscht von Maschinen. Danke, Mutter, für den neuen Kühlschrank. Seine Gefrierkapazitäten sind unglaublich. Es tut mir sehr leid, Sally. Du hast diese Art Unglück nicht verdient. Ich hätte dir so gerne alles gegeben, aber ich habe den Willen zu leben verloren. Zumindest solange der Planet nicht von Maschinen beherrscht wird. Aber wie der gute alte Jules Winfield schon sagte, die Waffe in der Hand... Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit, des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Ezekiel 25,17. Ja, alles klar. Bin ich mein Muss der Versuchung widerstehen. Ja, nimm sie mit. Biere. Mixer. Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Außerdem habe ich Besseres zu tun. Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. Okay. In die Schublade jetzt. Ich krieg sie nicht auf. Kann ich sie irgendwie öffnen mit dem Laserschwert? Es gibt kein... Okay, kann ich nicht. Du hast es also endlich geschafft. Verdammter Irrer. Ich vermisse dich jetzt schon, Kumpel. Er ist gefroren. Er ist gefroren. So komplett aus dem Häuschen, ey. Alles klar, wir geben die beiden Biere mal Ned und Ted. So, wer will ein kühles Blondes? Bist ein Lebensretter, Kleiner. Ja, das höre ich öfter. Obwohl die meisten Leute denken, ich sei einfach nur sarkastisch. Hey, mach sie wenigstens für uns auf. Das sind keine Schraubverschlüsse. Wir sind doch keine Superhelden. Ah, wie Superhelden sieht der echt nicht aus. Aber Matt genauso wenig. Und ich habe gesehen, wie er Flaschen mit seinem Ohr aufgemacht hat. Außerdem, der Gedanke zählt, oder? Nein, Kleiner. Alkohol ist, was zählt.
Und der ist noch nicht in meiner Leber angekommen. Okay, okay. Alles klar. Schätze mal, wir sollen die Biere mit seinem Ohr öffnen. Tut mir leid, dass ich deine sterblichen Überreste entweihen muss, aber ich habe keine Wahl. Ging auch nicht überall Eistapfen oder so. Ich wusste, dass ich mich ein letztes Mal auf dich verlassen kann. Was? Okay, können wir nicht wieder mitnehmen, alles klar. Hey, hat dir jemand Importbier gesagt? Nein, aber ich nehme trotzdem eins. Danke, Kleiner. So arbeitet man gern. Tja, hier gibt's nur feinste Qualität. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Alles klar. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. What? Denn ich möchte mit den und beiden reden. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Okay. Wird mir jetzt auch Spaß machen, aber ich habe keine Zeit. Mit dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, sagt er jetzt was zu... vergessen, unser guter Freund Al, der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Die würden mich erwischen, wenn ich versuche, vergessen? Das Fenster abzuhauen. Meine Hände haben immer noch diesen alten Leutegeruch. Das Fenster vielleicht. Kann ich nicht. Ist von außen verschlossen. Welcher Klappspaten hat sich denn den Mist ausgedacht? Dietrich? Er ist leider völlig unbrauchbar. Der hilft mir nicht mehr weiter. Okay. Mit dem Laserschwert. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Doch ein Loch da reinbohren oder so. Teleskop entbügeln. Vergiss es. Ja, nur für ernste Angelegenheiten. Aber. Ah, hat keinen Sinn. Matt hat überall Panzerglas eingebaut. Da muss ich schon mit fortgeschrittenen Einbruchskills ran. Ah. Ja, schade. Hätte sein können. Was hätten wir denn sonst noch? Ich glaube nichts wirklich, ne? So momentan kann man es eigentlich... Nee. Nutzlos. Das Ding ist schon lange hinüber. Schade. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Den Mixer, die Schublade. Die Schublade muss ich halt noch irgendwie aufbekommen. Ofen. Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Das ging auch nicht, okay. Oh. Geht nicht, ist zu hart. Es gibt kein... Oh, schade, so mit dem Laserschwert abtrennen. Sieht hart wie Diamant aus. Da passe ich lieber. Damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Komm, die muss ich doch irgendwie abkriegen, oder? Aber mit Streichhölzern so ein bisschen aufwärmen? Lieber nicht. Okay. Mit dem Teleskop-Entenbügel. Erste Angelegenheit. Sieht hart wie Diamant. Oh. Kann ich irgendwas bauen oder so? So eine Vorrichtung irgendwie? Weiß ich nicht. Und Trichter. Okay. Gut, Leute. Aber ich guck nochmal, gibt's hier noch irgendwas anderes? Hier oben ist der Kühlschrank. Die Magneten darf ich nicht mitnehmen. Muss die Schublade irgendwie aufbekommen, schätze ich mal. Oder halt irgendwas mit diesem Stalagmit machen. Stalaktit. Stimmt. Stalagmiten und Stalaktiten. Die hängen, sind die Titen. Ja. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, ich beende hiermit erstmal die Aufnahmesession. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord... Hier drin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein! Hallo, Röhr, meine lieben Freunde, was geht? Wir kommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Randall's Monday. Wir sind immer noch in Matts Wohnung und ich bin am Überlegen, was wir machen. Wir müssen irgendwie hier entkommen. Und ich denke mal irgendwie, dass wir diese Schublade aufbekommen müssen. Ich kann nicht einfach alle meine Probleme weghämmern. Ja, kannst du schon. Los nicht. Ein Feuerlöscher, komm. Damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Das habe ich alles ja schon mal ausprobiert, ne? Das ist das Ding. Bin ich der Meinung. Okay, hier haben wir, glaube ich, nicht erstmal was. Irgendwas mit den Stalaktiten, glaube ich.
Müssen wir machen. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Können wir machen. Auf den Spiegel malen? Da schreibe ich nichts auf all die verdammten drauf. Säufer, okay. Die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Das wird mir jetzt auch Spaß machen, aber ich habe keine Zeit. Okay. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Die gehen mir gerade ein bisschen auf den Sack mit dem Gelaber. Tja, oh. Dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und Dio. Nicht vergessen, unser guter Freund, okay. Der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet ich hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände okay. haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war dann... Ich wollte gerade sagen, hören die jetzt nicht auf zu labern, oder wie? Gut, dann können wir das Deo bestimmt mit den Streichhölzern verwenden. Das wollte ich schon immer mal machen. Okay. Das hätte keinen Sinn. Wenn ich schon was hochjage, dann nur mit Sinn und Verstand. Achso. Ah, okay. Das konnten wir jetzt mitnehmen, alles klar. Können wir das? Nein, okay. Schade. Moment. Können wir das vielleicht verbinden hier? Nein, okay. Habe ich den... Nee, ne? Nee, der Deckel ist weg. Okay, der Deckel... Oh, what? Oh, 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 oh. Ah! Alles klar. Was zur Hölle war das? Oh, nichts. Nur Blähung. Mein Magen war die letzten Tage etwas verstimmt. Bitte, großer was? Gott! Du solltest mal zum Arzt damit gehen. Ich weiß. Tut mir leid. Schon okay, sei einfach still. Zwing uns nicht, dich an die Leiche deines Freundes zu ketten. Wäre das nicht etwas grausam, Alter? Hey, schon verstanden. Ich bin ganz ruhig, versprochen. Fuck! All der Ärger für eine blöde Gabel? Gott, ich hoffe, die wird wenigstens noch mal nützlich. Was? Also geil, ey. Der ist schon spröde und ich will ihn nicht kaputt machen. Willst du nicht? Was? Es gibt... Doch, gibt es. Doch. Den gibt es. Der ist schon spröde. Hä, aber warum denn nicht? Mit der Gabel? Das muss ich doch... Was hat er denn? Eine Gabel. Wow. Wofür habe ich jetzt die Gabel bekommen? Das muss ich doch. Nein, nicht Kühlschrank. Jetzt ist ein kleiner Riss drin. Ja, eben. Sieht etwas lockerer aus, aber ich krieg ihn noch nicht ab. Kriegst ihn noch nicht ab? Okay, was könnte ich denn da machen? Die Spitze des Tropfsteins sieht hart wie Diamant aus. Was? Warum denn? Warum? Okay. Alles klar, ich akzeptiere das einfach mal so. Warum geht das? Jay und Silent Bob. Der Typ kommt mir bekannt vor. Der Fettsack da kommt mir bekannt vor. Noch irgendwas? Die Straße, ja. Absperrung. Hier komme ich nicht durch. Hi. Was zum Geier soll das denn heißen? Hallo? Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. Hey, was ist denn dein Problem, Alter? Ich hab doch nur Hi gesagt. Oh, mein Fehler. Manchmal kriege ich mich nicht ein. Ich bin Jay und das ist mein Hetero-Lebenspartner Silent Bob. Nette Verkleidung. Habt euch richtig in die Charaktere versetzt, was? Verkleidung? Wovon zur Hölle redest du? Egal. Also, wieso seid ihr gar nicht auf der Sci-Fi-Convention? Das war eigentlich der Plan, Mann, dass wir auf diese scheißverfickte Nerd-Convention gehen. Aber dann ist uns aufgefallen, dass das ja voll die scheiß Schwanzparade sein muss. Und wir stehen auf Muschis. Ich meine, Weiber. Verstehe. Na dann, ich will auch gar nicht eure Zeit mit meinem Scheiß verschwenden. Sehen uns. Klar, Alter, sehen uns, Mann. Snoogens. Was?
Was? Hab nichts gesagt, Mann. Okay. Was? Ich bleib lieber auf Abstand. Ich hab keine Lust, dem Kerl zu begegnen, wenn er seinen Schwanz zwischen die Beine geklemmt hat. Und ich fürchte, darauf würde es hinauslaufen. Okay. Ich spring nicht über eine Absperrung. Alles klar. Alles klar. Warum habe ich denn heute so lange Ladezeiten?